So, was ich euch heute zeigen will, ist, wie man den kleinen Kollegen hier, den Stride Footport, im Prinzip mit der Garmin fürs Laufband verwendet. Also, ich zeige euch jetzt nicht immer den Part, weil das Blödsinn ist, weil da gibt es 1000 bessere Videos, wie man das macht. Ja, also, wie ihr den Footport praktisch mit der Garmin paaren könnt, da gibt es echt genug Videos. Aber was irgendwie keiner richtig erklären will, ist, Lea ist er auch außerdem gleich. Warum oder wie kann ich mit der Garmin alleine und dem Laufband trainieren? Das heißt, was ich will ist, ich will nicht die Garmin mit dem Laufband verbinden und ich will auch nicht jetzt mit der Stride Workout App trainieren, weil ich meine, man könnte ja auch einfach die Stride Workout App benutzen auf dem Handy, dann ist es überhaupt kein Problem. Die neuen haben im Prinzip die Tretmühle-Sache, also dass du praktisch die Tretmühle haben kannst, ne, oder eben das Laufband, kannst du bei dem neumodischen Stride, kannst du das machen bei der zweiten Generation. Aber was ich will, ist einfach nur das Training von der Garmin abspielen und dann im Prinzip es eben mit dem Footport aufzeichnen, weil der Stride einfach die bessere Lösung ist, wenn ich jetzt Leistung, Geschwindigkeit und Distanz aufzeichnen will. Da ist er einfach am genauesten. Und jetzt könnte ich die Garmin damit kalibrieren, aber das tue ich mir nicht an. Den Stride habe ich auch draußen immer. Worauf ihr einfach achten müsst, ist, ihr könnt dann einfach bei der Garmin im Prinzip auf Laufband gehen. Und dann müsst ihr halt gucken, dass ihr das Feld, also ich weiß nicht, warum das so ist, aber das geht nicht anders. Der Footport-Sensor ist ja mit der Garmin im Prinzip verbunden. Aber man muss gucken, dass man bei den... Ich nehme es mal andersrum. So. Man muss gucken, dass man bei den Laufeinstellungen, dass man da im Prinzip auf die Datenseiten gehen. Und da bei den Datenseiten muss man das Powerfeld einfügen. Ja, klar, der findet ihn jetzt nicht, weil ich jetzt wieder abgemeldet ist, ne? Siehst du? Genau. Und das braucht er im Prinzip bei der Laufbandeinstellung, damit er eben im Prinzip dann arbeiten kann. Dieses Ding, einfach dieses Feld einfügen. Ihr müsst auch nicht draufschauen, ihr könnt dann trotzdem im Prinzip nach Pace laufen oder wie auch immer, ihr braucht es nicht. Aber oben ist er dann eben hier verbunden und dadurch, dass das Feld eben hinten eingefügt ist, macht er das dann auf dem Laufband. So, und dann brauche ich im Prinzip weder die Stride-App noch die Connect-App noch irgendwas. Ich tue dann einfach nur mit hier, mit der Garmin im Prinzip das Training ablaufen, das ich entweder vorgefertigt habe oder wo ich dann halt sage, Training starten. Mehr muss ich im Prinzip nicht machen. Und beim Laufen habe ich den Sensor sowieso. Und was halt hier wichtig ist, dass ihr halt im Prinzip bei dem, aber das habt ihr im Prinzip halt schon bei dem Pairing, wo ich jetzt nicht näher drauf eingehe, weil das habe, wie gesagt, das haben 1000 andere besser gemacht wie ich und mit besseren Kameras und so. Ich muss nur kauen, ich wollte euch das zeigen hier, Sensoren und Zubehör, genau, was halt da wichtig ist, dass ihr halt da beim Laufen im Prinzip den Footport, der ist verbunden und dass ihr da dann im Prinzip ich gehe mal drauf, ob man das jetzt hier sehen kann, genau, Geschwindigkeit immer und Distanz immer, das müsst ihr einstellen, ja, generell beim Laufsensor Geschwindigkeit und Distanz immer und wenn ihr das eingestellt habt, und dann im Prinzip den Laufsensor verbunden habt, im Prinzip mit Laufen, müsst ihr im Prinzip das Datenfeld einfügen. Also im Prinzip das Datenfeld halt für den Stride Footport, das nennt sich Stride Zones, ja. Das könnt ihr runterladen in der Connect IQ Store, im Connect IQ Store. Aber wie gesagt, da gibt es zahlreiche Videos dazu. Worum es mir jetzt nur ging, ist, ich habe halt nichts gefunden. Ich möchte diesen Footport mit der Garmin verwenden, ohne dass ich irgendein Laufband kalibrieren muss, ohne dass ich irgendwas verbinden oder einrichten muss, interessiert mich alles nicht. Das Laufband kann anzeigen, was es will, ist mir völlig egal. Ich will einfach nur hier das Training, was mir mein Trainer von Trainingspeaks auf die Garmin geschickt hat, da möchte ich auf Start gehen, möchte mein Training laufen lassen und im Prinzip über den Stride hier die Daten aufnehmen lassen. Was er jetzt wahrscheinlich nicht aufnehmen wird, das müsste ich dann nochmal auf der Auswertung gucken, die Höhe. Das dürfte schwierig werden, aber ich meine, am Laufband kannst du es ja ablesen, wenn ich jetzt zum Beispiel 15% einstelle oder wie auch immer. Das weiß ich jetzt nicht, inwieweit jetzt der Stride Footport das übernommen hat. Das müsste ich dann mal auslesen aus der App, weil der Stride hat ja die eigene App, ja. Garmin Connect hat auf jeden Fall, das habe ich schon geguckt, die Distanz übernommen und auch die Geschwindigkeit übernommen und die war schon super genau. Also ich habe auf dem Laufband 15% Steigung eingestellt und habe im Prinzip zwischen 7 und 8 km/h eingestellt und das ist auch das, was
Garmin im Prinzip übernommen hat und was jetzt im Prinzip im Connect zu sehen ist. Ja, also ganz einfach, wie gesagt, den entsprechend mit der Uhr verbinden und dann im Prinzip einfach aufs Laufband gehen, die Laufbandaktivität starten, den Footport-Sensor tragen. Das sehen wir uns jetzt gleich nochmal im Laufband und genau, dann funktioniert das. So, und dabei ist es mir jetzt egal, was das Laufband anzeigt. Ja, der kann im Prinzip machen, was er will. Du brauchst jetzt im Prinzip hier nur bei der Uhr. So, und dann braucht man halt eben, das ist ein bisschen blöd mit einer Hand, das abzufummeln. So, Laufband, ja. So, und wenn man jetzt Laufband startet, so, dann will er das Training starten, das wir jetzt eben machen. So, wir haben den Footport verbunden und das wird er uns jetzt anzeigen. So, siehst du, da oben ist der Footport verbunden. So, der Rest interessiert mich jetzt eigentlich überhaupt nicht, was der am Laufband jetzt hier zeigt, weil ich will jetzt nur im Prinzip die Trainings von der Uhr ablaufen lassen, damit ich mit der Garmin trainieren kann und damit er dann die Daten an Garmin Connect hochschickt und die Geschwindigkeit und Distanz nimmt er über den Footport ab. So ist der Plan, so will ich es haben und dadurch ist mir hier dieser Display völlig wurscht. Ich könnte jetzt noch die Herzfrequenz senden, wenn ich das will. Aber wozu? Ich brauche für die Trainingssteuerung rein die Uhr jetzt. Ne? Wie gesagt, ich mag mich jetzt auch gar nicht negativ über Laufbänder äußern oder so. Ne? Das muss jeder selber wissen. Also für mich, ich laufe halt lieber draußen. Ich nehme Laufbänder nur, wenn ich muss, für eine Leistungsdiagnostik oder meinetwegen, wenn ich jetzt irgendwo mitten in Tokio wohnen würde und ich müsste nur durch Kreuzungen und Straßenschluchten und wie auch immer. Aber bei uns hier, wo wir in der Nähe vom Taunus wohnen oder in Frankfurt, braucht man es nicht fürs hauptsächliche Training. Aber manchmal ist es so, ich mache im Moment halt, bereite ich mich für einen Berglauf vor und da mache ich zum Beispiel Intervalle. Und wenn ich jetzt Bergintervalle machen muss, habe ich halt eben die 15%. Das ist jetzt nicht die Welt, aber 15% sind okay. Das ist ausreichend, damit kann man arbeiten. Und dann kann man halt eben auf dem Laufband zum Beispiel sagen, ich will ein Training abspielen mit 12 Minuten einlaufen, möchte dann eben 15 Minuten eben diesen Bergsprint machen oder im Prinzip stramme Marsch, wie auch immer. Und dann eben im Prinzip wieder 7 Minuten Pause und dann eben wieder 15 Minuten eben das Intervall. Und dafür sind die Dinger gut. Man muss dann nicht großartig weit anreisen, gerade wenn es unter der Woche ist. Man hat den Berg nicht vor der Tür. Und dann kann man das auf dem Laufband machen. Und wie gesagt, mit der Garmin-Kalibrierung, ja, bin ich jetzt nicht so ganz glücklich mit. Es ist auch nervig. Ich meine, es ist nicht mein eigenes Band. Ich bin im Fitnessstudio und muss mich damit rumärgern, ja. Muss mir das zurechtsuchen. Dann tut das Fitnessstudio die Bänder tauschen und so weiter. Und deswegen mit der Möglichkeit interessiert mich das, was auf dem Laufband angezeigt wird, überhaupt nicht. Ob ich jetzt den Bildschirm habe oder nicht, ist mir völlig egal. Ja, sofern ich das Ding hoch und runter schnell und langsam stellen kann, brauche ich von dem Laufband nichts mehr weiter. Weil alles im Prinzip, alle Daten werden von dem kleinen Stride hier, vom Footport geliefert und im Prinzip dann eben an die Garmin über die Stride App. Und wenn ihr jetzt die neue Generation habt halt, dann könnt ihr halt hingehen und könnt bei der neuen Generation über die App, aber dann braucht ihr halt wieder das Handy. Ja, so brauche ich halt wirklich nur die Uhr und den Stride und sonst gar nichts. Und dann gehe, ob ich jetzt rausgehe oder aufs Band gehe, ich könnte sogar auf eine Innenbahn laufen, es ist völlig egal. Ich habe dann trotzdem eine genauere Abnahme mit dem Stride, als wenn ich jetzt mit der Garmin mal die Innenbahn messen lasse. Getestet habe ich jetzt, nur damit ihr es Bescheid wisst, ich habe jetzt hier eine Fenix 7X Pro, mit der ich jetzt hier arbeite, die jetzt munter vor sich hinblinkt. Fenix 7X Pro und habe den Footport. Normalerweise müsste es mit jeder anderen Garmin, wo man den Footport verbinden kann, auch gehen. Nur wie gesagt, vergesst nicht dieses Stride Zones Feld. Das kriegt ihr, wenn ihr in Garmin Connect Store, wenn ihr da eingibt Stride, und dann kriegt ihr sofort Stride Zones und die Stride Workout App. Und mit dem Stride Zones Feld, das muss halt einfach diese Aktivität, wo ihr es benutzen wollt, hinzufügen. Was ich jetzt nicht geschafft habe, ich habe es nicht geschafft, wenn ich jetzt zum Beispiel ein High Rocks Training machen will, dass ich dann zum Beispiel sage, ich mache ein High-Intervall-Training, ein HIIT, und habe dann meinetwegen das Laufband, 5 Minuten Laufband, Kraftübung, 5 Minuten Laufband, Kraftübung. Das kriegt er irgendwie, also das hat bei mir nicht funktioniert. Da hat er die Laufbandeinheiten nicht aufgenommen, irgendwie, da hat er den Stride nicht richtig
richtig verbunden. Das hat nicht so ganz hingehauen irgendwie. Ich muss es nochmal probieren. Vielleicht war ich auch zu doof dazu, aber das hat bei mir irgendwie nicht hingehaut. Mit der 6X Pro, die ich hatte, da wollte das beim HIIT, wollte er das auf jeden Fall nicht machen. Oder beim Krafttraining, dass ich da das Laufband dazwischen habe. Aber wenn man rein auf Laufband stellt und dann eben die Stride Zones Feld einfügt, dann funktioniert's. Also funktioniert wunderbar.